Dann probiere ich es, glaube ich, nochmal mit. Ich bringe ihn um. Ach, ich hatte das Messer hier noch nicht eingesammelt, ne? Oh Mann. War hier irgendwo, ne? Ne, war es nicht. Einer der ersten Schränke war es auf jeden Fall nicht dabei, nur ein Wurfmesser. Okay, dann war es auch einer der ersten Schränke. Verdammt! Was? Eine von den Kisten? Nein, dann war es die hier. Nein. Die letzte. Los schien besser zu sein, ne? Achso, schleichen, ja, schleichen. Okay. Es
gibt ja auch, ach so, ich muss ja erst schleichen. Es gibt ja auch 1000 Versionen von dem Spiel, von daher keine Ahnung, ob die, ob das in der Version nicht ja möglich ist. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu low. Ganz viele Leute haben den anscheinend so einfach umgebracht. Kritisch am Kopf, aber nur ohnmächtig. Ich lese auch andere Sachen, die meinen, das funktioniert so nicht. Vielleicht geht's auch einfach nicht. Dann müssen wir doch nochmal gucken, ob wir Super Stimpaks oder Explosives finden. Oder ich probiere nochmal, ob ich eine von den Wachen mit genügend Glück ausschalten kann, um hier durchzukommen. Aber die zwei hier mit Minigun und Dings... Vielleicht bin ich hier auch nur zu nah mit dem Gewehr. Vielleicht, wenn ich mich hier in die Ecke stelle oder so. Dass sie den Knall dann eben nicht hören. Bevor ich speichere, hau ich jetzt hier erst noch ab. So einfach kann es sein, du stellst dich in die andere Ecke und schießt, dann hören die den Knall nicht. Ist das nicht das, wo ich das jetzt eventuell brauche? Also bei dem anderen komme ich doch nicht wieder zurück.
Oder doch? Okay, also es muss irgendwie gehen. Die Tür ist gerade offen. Okay, vielleicht ist sie auch dann offen, wenn du die hast oder so. Keine Ahnung. Ach Gott, ey, so einfach ist das? Gut, dann nach oben an den Computer. Schwere Geburt. Will ich aber nochmal gucken, ob ich recht hatte. Obwohl, nee, es dauert mir jetzt zu lange. Man muss die Schränke ja erst nochmal alle zumachen, bevor man reingucken kann. Hey Leute, lange nicht gesehen. Aber ich war ja nur ein paar Wochen weg. Error. Hat es jetzt geklappt oder nicht? Nehmen an, nein. Och Mann, wieso ist denn das hier alles so buggy? Ich nehme mal halt einfach an, dass das nicht richtig dargestellt wird, die Textnachricht, und dass eine der beiden Textnachrichten aber dazu führen würde, dass es funktioniert. Jetzt habe ich nach dem unteren dann aufgehört, mit dem Terminal zu reden. Jetzt probiere ich nochmal das obere. Inventar. Also die Dings habe ich jetzt. Und wo ich mit dem anderen geredet habe, war das ja kein Problem. Der hat dann gesagt, ja, ich habe die Karte erkannt, ich habe die nicht extra benutzen müssen. Ich kann dann mal das andere probieren. Präsidenten Sicherheitsschlüssel erkannt. Guten Tag, Herr Präsident. Und unten ist dann ausloggen. Sprengstoff? Aber wozu? Oh, ich sehe schon, es war noch bei der Militärbasis oder so. Sie ist schon kommen.
Ah, okay. Ja, stimmt, das hat man gelesen. Zweite Waffenkammer unten auf der Stromschlagebene. Also da links und rechts habe ich beide durchsucht. Oder war da noch einer? Was ist denn, wenn ich oben nach rechts gehe? Kann ich das nicht eventuell mit Granaten machen? Oder tötet mich das dann? Ich hätte beide durchsucht. Kam erst an dem rechten vorbei, musste dann quasi so oben einmal rum durch die ganzen Räume da. Und hab dann den linken durchsucht. Granaten haben sie genug, aber so ein Sprengstoff? Vielleicht hätte man hier auch noch 10 Stimpacks zusammenbekommen. Aber naja, tot ist er ja nur. Na gut, dann da oben rechts, das sieht auf jeden Fall nochmal aus nach Sprengstoff. Oder nach einem Ort, an dem man Sprengstoff lagern könnte. Plastiksprengstoff. Nimm die doch mit, aber wozu denn? Okay, Sprengstoff haben wir jetzt genug. Okay, dann gehen wir wieder. Ach so, was war das für ein Gewehr? Lasergewehr, okay. Endfight? Ja, wir probieren es erstmal.
Oh Mann, diese Angewohnheit von ein paar Spielen, dass irgendwie die letzten 5 Minuten nochmal schwerer sein müssen als alles andere im Spiel. Dass wenn man so gut durchgekommen ist, dass man dann eventuell trotzdem nochmal gefühlte 3 Tage daran sitzt, den letzten Endgegner zu schaffen. Aber das war doch letztes Mal in irgendeinem Spiel auch so. Wo war denn das? War das Tron? Nee, bei Tron ging's. Ach hier, Rainbow Six war so schwierig, der Helikopter am Schluss. Boah. Da gibt es halt auch ein paar Spiele, die ich richtig gerne mag und die es auch dauernd verbocken. Halo gehört da leider dazu. Ach Gott, wie war denn das? Ich heile mich mal. Ja, wie gesagt, bei New Vegas und Fallout 4 war es auch so. So, muss ich die aufmachen? Dann die. Achso. Eine klassische Sicherheitsschleuse, wie man sie jeden Tag kennt. Man muss ein Rätsel lösen, während man die ganze Zeit Stromschocks bekommt. Und wer das überlebt, der gehört zum Team. Wobei ich ja gar keine Gummischiffe mehr bei habe. Vielleicht hätten die ja wirklich geholfen.
Weil ich bei den Simpacks bisher sowieso das Gefühl hatte, dass eigentlich heilen die mich zu wenig. Nordöstlich von dem... Wie war das? Treppe nördlich des Präsidentenbüros. Hier. Wo bin ich jetzt? Da kannst du mich hin? Ja, ja. Wäre jedenfalls komisch, wenn die Powerrüstung mich nicht davor schützt. Gummistiefel aber schon. In Raum Nordosten. Bei den drei Computerterminals. Okay. Ach, die Erste Hilfe hat dann Einfluss drauf. Weiß ich nicht. Ich hab's ein bisschen mal geskillt, aber dann nicht mehr, weil ich das Gefühl hatte, dass mir nichts bringt. Ach so, 80 doch. Aber heilen die nicht trotzdem irgendwie nur 30, 40? So viel Schaden. Ich krieg ja, wenn da zum Beispiel zwei Gegner stehen und die machen beide mir jede Mal, weiß ich nicht, war ja das letzte Mal fast jedes Mal tot. Also die machen ungefähr 100 Schaden. In einem Zug. Wenn ich da jetzt ein Stimpack nehme, dann... Oder bringt das Stimpack so viel mehr? Viel mehr kann es ja nicht bringen. So, habe ich es jetzt... Das bewirkt nichts. Muss ich das hier auf den Boden legen? Wird da jetzt drei Stück rangeklatscht? Ach, dieses Ding nur? Bei den drei Computerterminals. Achso, die drei Terminals. Nicht die drei Computer da. Okay. Wobei es eigentlich... Na, egal. Eigentlich geht es eher um das Ding dahinter. Weil eigentlich will man ja nicht... Ne, Bildschirme und Tastaturen kaputt machen. Zerstört nicht so richtig viel am Computer. Das müsste ja jetzt automatisch passieren, oder? 10 Minuten bis zur Kernschmelze. Ich weiß, trotzdem muss man manchmal, sich überlegen, was sinnvoll ist zu zerstören, auch wenn es ein Spiel ist. Kann ja nicht davon ausgehen, dass es, naja. Ja, die Frage ist jetzt... Und nu? Gehen damit quasi die Käfige auf? Oder was mache ich jetzt? Darunter. Okay, die Tür ist jetzt zu. Du bist viel weiter gekommen als vorgesehen. Aber vorher bist du bisher ja auch noch nicht Frank Horgan begegnet. Deine Reise ist zu Ende, Mutantchen. Zeit zum Sterben.
Ich gehe an dir vorbei, ob es dir passt oder nicht. Hä? Frank, was? Frank Horrigan, das bin ich. Geheimagent der Vereinigten Staaten. Deine Reise endet hier. Der gute Frank. Lass uns das nochmal bereden. Das haben wir soeben getan. Genug der Worte. Warte. Okay. Ja, den schaffe ich doch nicht. Du bist gestorben.